Hallo, ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Ja, auch noch im Dezember kann man Adventskalender öffnen. Und ich habe hier den von Xla Ether, ne, von Beauty Love, die Kalender, die sie da alle rausgehauen haben. Und zwar hatte ich euch ja erzählt, ich habe mir wieder die Pink Box im Abo geholt. Und da gab es dazu, konnte man einen Adventskalender dazu. Und wie soll es auch anders sein? Ich habe da irgendwie was verdattelt. Da gab es noch einen Code dazu, den hätte ich dazu mit einlösen müssen. Dachte ich so, ja gut, dann kriege ich den doch nicht. Und oder ich habe es ja später hingerafft, als ich nachgefragt habe mit meinem Kalender. Und die haben die mir geschrieben, ja, ich hätte einen Code dazu einlösen müssen. Deswegen habe ich den jetzt nicht dazu bekommen. Aber die haben mir dann geschrieben, und das muss ich sagen, Beauty Love, Hut ab, also lieben Dank dafür. Nein, und ich habe keine Kooperation mit denen. Nein, ich habe noch keine Kooperation. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht irgendwann mal werden. Jetzt vielleicht nicht mit Beauty Love, aber vielleicht mit anderen Geschichten. Ne? Aber mit Beauty Love auch nicht. Ne? Würde ich auch mich drüber freuen. Doch, so langsam würde ich mal sowas eingehen, so Kooperation. Ich will mal wissen, wie das so... Ne, ich habe mal gesagt, will ich nicht, aber ich bin ja eh gemeldet beim... Gewerbeamt und beim Finanzamt und dann musst du das eh mit angeben, wenn du Kooperation hast und von daher ist das dann eh jetzt egal und dann kann ich auch Kooperation annehmen. So. Und dann haben die mir geschrieben, dafür, dass ich eine langjährige Kundin bin, schicken sie mir den trotzdem kostenlos zu. Wie gesagt, ich habe nichts für den bezahlt, ich habe den gratis gekriegt. Allerdings habe ich auch schon mal ein Unboxing gesehen und ich muss sagen, der Inhalt ist so, naja, ich dachte so eigentlich jetzt nicht so, aber ist auch immer ein geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul, ne? Und da habe ich was für euch zum Verlosen oder ich werde mal gucken, ich habe so viel noch im Backup, ich werde vielleicht für eBay so kleine Beauty-Kisten zusammenstellen, die ich für 1 Euro reinstelle, ne? Weil ich habe so viel im Backup, ich kriege das niemals alles verlost, Leute, ganz ehrlich. Und ja, dann kommen dann halt noch so, werde ich bei eBay so Beauty-Kisten, ne? Ich meine, wenn dich das interessiert, ich packe dir sehr gerne einen Link unten in die Infobox von meinem eBay-Account, ne? Kannst du dir schon mal merken, schon mal speichern und dann kriegst du ja Bescheid, wenn ich was reinstelle und sowas stelle ich bei 1 Euro rein. Ich kann ja dann bei Instagram, ich werde hier nicht extra ein Video davon abdrehen, so wie ich das bei den Adventskalendern gemacht habe. Ich werde dann bei Instagram mal posten, wenn ich da bei eBay was davon reinstellen sollte, ne? Genau, ja, bei Instagram bin ich auch, das siehst du hier oben in der Ecke, ne? Kannst du gerne, ich bin abonnieren, Satzaufbau ausreden, so. Kannst du mich gerne abonnieren? Ich habe kein öffentliches Profil, ich bin da nur sehr privat unterwegs, da muss man mir erst eine Anfrage machen, genau. Und ja, und noch was zu sagen, abonniere diesen Kanal, wenn du das toll findest, was ich mache. Ich mache nicht nur Adventskalender auf, sondern ich mache auch noch andere Geschichten. Infokarten siehst du hier oben, 5 Stück durchlaufen, kannst du gerne gucken, aktuellster Videovorschlag und irgendein, genau, aktuellster Upload und Videovorschlag und dann guckst du, was ich hier noch so mache. Ich würde sagen, ich palaber schon wieder viel zu viel rum. Ich finde den schön, schön rosa, mädchenhaft, fraulich mit dem Gold. Ich finde das so schön. Der erinnert mich so ein bisschen an den Hypoallergenic Adventskalender. Der war auch so rosa Gold, so, ne, würde ich behaupten. Pink Gold. Hm. Und Xla Ether ist halt eine YouTuberin, Influencerin, YouTuberin. Ich kenne die Dame nicht, keine Ahnung. Ich habe mich mit ihr auch noch nicht befasst. So, das hört sich jetzt sehr negativ an. Ja, man muss nicht alle kennen, die ja YouTube machen. Und da gab es wieder eine Karte dazu. Und hier steht, hey Beauty Lover, ich freue mich sehr, dass mein Adventskalender und ich dich dieses Jahr Weihnachten begleiten dürfen. Lass dich überraschen von 24 Beauty- und Lifestyle-Produkten, die ich mit Liebe ausgesucht habe. Den kompletten Inhalt deines Adventskalenders kannst du ganz einfach digital ansehen. Da hat man denn diesen Code, ne? Und ja, um Gutes zu tun für die Umwelt, Papier zu sparen. Ich wünsche dir eine zauberhafte Weihnachtszeit. Viel Freude beim Auspacken, Testen und Entdecken. Lass mich gerne wissen, wie du ihn findest. Ich freue mich über jede Nachricht. Happy Xmas, deine Julia. Ja gut, ja. Danke Julia, Happy Xmas to you. Wünsche ich dir auch. Ja. Ich denke, da werden sich einige Produkte wiederholen, die in den Pinkbox drin sind. In dem Beauty Love Adventskalender, den habe ich unboxed und Brigitte Box Adventskalender. Ne? Ja, ne, kann sein, dass sich da ein bisschen was wiederholt. Und ich würde sagen, wir schießen jetzt, ich bin schon wieder viel zu spät. Hier oben haben wir auch gleich die 1.
Und ich kann euch sagen, die ist schwer. Die ist riesig, die ist vollgepackt. Yay, it's your first gift, steht hier oben. Ich werde jetzt nicht jeden Spruch vorlesen. Ne? Wir wollen ja hier zu Potte kommen. In der 1 haben wir You Glow Girl, ein Gradual Glow Tan Mist. Glowing Skin and Always in Get Glowing Girl, B-Tan, 100 Milliliter, okay. Tan heißt ja immer so Selbstbräuner, ne? Soll das denn braun werden? Oder ich weiß das gar nicht so genau. Steht hier, ach, steht doch auf Deutsch. Glänze, wie du noch nie zuvor geglänzt hast, bräunen leicht gemacht, dank diesem graduellen Selbstbräuner für Gesicht und Körper. Ja gut, benutze ich nicht. Ich benutze keinen Selbstbräuner. Dann wandert der mal in eine Verlosung, ne? Ja, die Packung sieht geil aus, ne? Ja. Okay, kommt mal in eine Verlosung. Ich kann hier leider nichts hinten hinstellen. Das würdet ihr jetzt nicht sehen. Ja, ihr habt ja gesehen, was drin ist, ne? Solltest du jetzt allerdings den Adventskalender haben und du willst dich überraschen lassen, dann gucke dieses Video nicht weiter. Dann guckst du nur zu der bestimmten Zahl, wie weit du gekommen bist, ne? Weil sonst lässt du dich nachher... 2? Ja, hier steht auch wieder was oben, ne? Einmal die 2. Und dies aber. Großes Packaging, kleines Produkt. Naja, wir werden sehen. Hätte ich nicht denken, dass da was jetzt kommt. Fängt mit Bla an und hört mit Ster auf. Mal wieder Blasepflaster. Ist das geil? Ich kann mich mit Blasepflaster zudecken. Das ist der pure Wahnsinn. Kann man sich hinten auf die Ferse machen, kann man sich aber auch vorne an den Ding, also an den, ja, es wird mal in eine Verlosung oder in eine selbstbefüllte Beauty über, ich weiß es noch nicht. Ne? Ja, Blasenpflaster sind immer gut. Ne? Compete ist gut, keine Frage. Und ich habe Backup noch reichlich da. Also so, wie gesagt, so viel Blasenpflaster wie ich habe, hatte ich nicht mal in den letzten 20 Jahren. Ja, gut. Ja. So, was haben wir hier? Hier haben wir, das ist ja so von Birkenstock. Ach, geil. Moisturizing Eye Contour Balm. Genau, Birkenstock kennen wir alle, ne? Diese Korkensohlen, Sandalen, ne? Die eigentlich total übelst unsexy sind, aber total bequem und gesund sind. Naja, gut, ne? Sowas ziehe ich nicht an, nicht mal für zu Hause. Ich weiß nicht, ich mag die Dinger nicht so. Ja, und zwar haben wir, wir gucken uns das mal an. Jetzt hier, wir gucken. Ja, und das hat natürlich auch, ne, das ist, feiere ich total. Ja, hat man natürlich auch so ein Korkendings dran, wie an den Schuhen, ne? Das ist wieder geil, also das feiere ich schon wieder. Ja, ein Konturbalm, ist aber klein, ne? Ja, das reizt mich, das mal auszuprobieren, Leute. Wirklich jetzt. Bildet einen Feuchtigkeitsfilm auf der Hautoberfläche. Achso, Kraft der Korkeiche. Verbessert die Hautrauigkeit, reduziert feine Fältchen, das wäre mein Ding, ne? Stärkt die Hautschutzbarriere. Der zu 100% natürliche Kork-Eiche-Extrakt wird exklusiv Birkenstock Natural Skincare entwickelt. Bildet einen Feuchtigkeitsfilm auf der Hautoberfläche und bewahrt dadurch einen optimalen Feuchtigkeitsgehalt in der Haut. Stimuliert die Produktion von Hyaluronsäure in der Zelle. Okay, ja. Feuchtigkeitsspender, Augenkonturbar, hocheffektiver Feuchtigkeitsbalsam für die sensible Augenpartie. Die leichte Spezialpflege mildert erste Fältchen, habe ich jetzt schon mal vorgelesen. Und, ja, hatte ich doch davon. Ja, soll mal mit dem Ringfinger sanft einklopfen, morgens und abends. Ja, mega. Oh Gott, naja. Und zwar haben wir hier ein Eyeshadow Stick. Kokos, okay, Eye Color. H&M Good Perlet GmbH. Okay. Der sieht, ich weiß nicht, lasse ich den zu oder nicht. Hat 0,8 Gramm, der ist wirklich minimi, ne? Und ja, ich benutze ja jetzt sowas nicht. Ich glaube, ich lasse den zu und der soll so aussehen, ne? So schimmernd soll der sein. Ja, da gucken wir uns den mal an. Mir den noch an. Ich mache den trotzdem auf und kann ich trotzdem noch in der Verlosung. Okay. Der ist so,
Und jetzt? Wieso ist der so mit so einer Federung? Was soll das sein? Also das ist dann halt ein Eyeshadow, ne? Aber ich verstehe das Produkt nicht. Hier ist normalerweise, nee, Probe ist ja auch nicht drin. Ja. Nee, kommt doch schon hier oben ein bisschen was raus. Ach so, das pumpt man so auf und dann kommt das erst raus. Aber warum ist das schon? Das ist ja sehr eigenartig, aber normalerweise war der ja auch noch nicht auf, ne? Aber nein, den swatche ich nicht. Ach so, wenn man den Deckel abmacht, pumpt der gleich automatisch da den Lidschatten in Schwämmchen rein. Ja gut, ich denke, dass das mal weiter wandern wird, ne? Hier haben wir von Natura Ecos Smoothing Handcreme Ragu 40 Gramm. Kenne ich überhaupt gar nicht, die Marke. Ecos ist doch, war doch das hier auch gerade. Nee, das ist Kokos. Okay, kenne ich auch nicht, die Marke. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Also das ist ja mal der Hammer. Hier hat man wirklich mal unbekannte Marken drin, ne? Handcreme kann ich immer irgendwie sowieso gebrauchen. Ich habe Handcreme auch sehr viele im Backup, aber irgendwie kriege ich die auch immer alle, ne? So sieht halt die Tube aus, ja. Und die packe ich mir erstmal ins Backup. Ich weiß aber noch nicht, ob die bei mir bleibt. Und ja, ich lasse die auch erstmal noch zu. Okay, und haben wir 40 Gramm. Nikolausi ist ja nun schon rum, ne? Das ist ja nun, lieber Nikolaus, definiere unartig. Ja, und hier haben wir, aha, das habe ich schon einmal im von Bella Professionelle, ein Dry Me, ein Trockenshampoo. Ist nur eine kleine Größe, haben wir 65 ml. Habe ich auch einmal schon tatsächlich da was anderes, ne? Naja. Die 7 haben wir hier, ein kleines Schächtelchen. Die 7. Was befindet sich in der 7? Steht geschrieben: Power Plumping Gel Lipstick 3,3 Gramm. Die Farbe 080 Feminista Plumping Lipstick with Hyaluronic. Steht auch auf Deutsch, Schade. Lippenstift mit Hyaluronsäure für ultravoluminöse Lippen. Okay. Also das Packaging ist schön, ne? Dieses goldene, so dieses schwarz-goldene. Ja, von Catrice. Aha, hier steht ein oben von Catrice. Schön. Also wenn der ist schönes Rot und wenn der denn noch so vollere Lippen machen soll. Ich überlege, ob der bei mir bleibt. Ist ja nicht so, dass ich schon rote Lippenstifte mehr wie genug da habe, aber ich finde den schön, ne? Und das Packaging feiere ich auch total. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir das nochmal überlegen. Wenn ich den behalte, wird der mal in einem Boxen-Full-Face, das wollte ich so sagen, ne? Hätte ja auch Boxen-Full-Face sagen können. Ob die 8 die Macht hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, nee, die wird weiter wandern von Alverde. Eine nude-farbene Lidschattenpalette. Die war, glaube ich, in dem Beauty Love Adventskalender war die auch mit drin. Ne? Ich würde sagen, ja. Nein, die wird weiter wandern. Ja, mal in eine Verlosung oder so, ne? Oder Beauty Box ja, für ihn. Oder, ne? Boah. Die 9. Hoffentlich habe ich jetzt mal was drin, worüber ich mich freuen kann. Vielleicht ist es in der 9. Ich bin doof, ne? Ja, gut. Okay. Moncurlin, ein Eau Parfüm, 5 ml. Oh, da bin ich ja mal gespannt, wie das riecht. Ich habe ja sowieso Parfüm vor allen Dingen. Parfüm ja wie genug im Backup.
Oh ja, guck mal. Oh, das passt ja zu meiner Flakonsammlung, die ich oben auf meinem Tablett stehen habe. Wenn es jetzt noch gut riecht, behalte ich das. Oh ja, oh, das riecht gut, Hanni. Das riecht gut. Mach mir mal ein bisschen was. Ja, doch. Das riecht gut. Auf jeden Fall bleibt das bei mir. Das ist ein schöner weiblicher Damenduft. Mega. Also das ist das erste Produkt, was ich jetzt richtig toll finde, ne? Also die anderen und Birkenstock, das Zeug. Ja, wir sind jetzt schon mal zwei. Der Das ist ja Lippenstift leicht. reicht. Von Banana Beauty, der war auch in dem Beauty Love Adventskalender, haben wir ein Eyeliner. Der wird selbstverständlich weiter wandern. Basic Bitch, ne? Ist die Farbe Basic Bitch Long Lasting Eyeliner. Ja, der wird weiter wandern. Ich benutze ja keine Eyeliner, ne? Mit dicker Miene, genau. Hatte ich auch den Banana Beauty Adventskalender ausgepackt. Und, oh ja, das Parfüm riecht gut. Und habe auch schon ein Testschminki davon abgedreht, ne? Kann ich dir ja mal hier oben durchlaufen lassen. Oben im i, kannst du dir mal gerne angucken. Genau. Nur eine Schnapszahl. Für Schokoladenfondue nimmt man übrig gebliebene Schokolade. Weiß jemand, was übrig gebliebene Schokolade ist? Nö. Ja? Ach, wieder mal von Nude Maski. Das war auch in dem Beauty Love Adventskalender. Ja, hier sind sehr viele Produkte drin, die sich wiederholen. Ne? Vielleicht habe ich auch noch was im Pinkbox Adventskalender. Vitamin-Infused Eye Serum, Vitamin Boost, Nourishing, Firming habe ich auch schon da weitergegeben. Und ja, das ist so für, ich glaube, für Augenschatten, ne? Um Augenschatten wegzubekommen, glaube ich. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ich glaube ja. Und aber wisst ihr, ich habe genug Sachen im Backup für Augen und so. Und ja, ich bin jetzt auch nicht so von Nude Maski so sehr überzeugt. Deswegen wird es dann auch mal weiter wandern, ne? In der 12. Wundert euch nicht, dass jetzt auf einmal hier oben alles so ein bisschen anders aussieht. Das ist mir gerade so runtergesäbelt. In der 12 Halbzeit, wo ich nämlich gerade den Adventskalender unboxe, befinden wir nämlich uns auch gerade in der Halbzeit. Es ist nämlich der 12. Dezember. Ne? Wann ich das Video hochladen werde, weiß ich nicht. Ihr habt da eine Wunschliste hinten oben. Ne? Ja, sehr schwer. Mein New Hair Volumen, ein Volumen-Haarspray, sehr geil. Sofort mehr Fülle und Griffigkeit mit Reisprotein und Quinoa. Mega. Ich habe ein Haarspray im Backup, 100 Milliliter. Das hätte ruhig alles auch ein bisschen mehr in die Kalender drin sein können, muss ich jetzt mal sagen. Ne? Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, wie gesagt, soll mehr Volumen ins Haar bringen. Es ist auch für Locken geeignet. Und ich nehme aber nur Haarspray zum Befestigen für meinen Pony, ne? Also, aber das werde ich trotzdem mal ausprobieren und benutzen, ne? Und irgendwann mal in meinem Aufgebraucht halte ich euch dann auf dem Laufenden, wie er getaugt hat, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann ja mal testen. Meine Volumen brauche ich ja nicht, ne? Ich habe ja genug mehr wie genug Volumen in meinen Haaren ja drin. Also so eine Dinger brauche ich nicht. Aber es schadet trotzdem nicht mal kopfüber ein bisschen. Und das riecht auch gut, muss ich sagen. Es hat einen schönen, angenehmen Duft. Aber das kann ich mir vorstellen, das trotzdem zu verwenden, um einfach auch das Haar, dass es gut riecht, ja. Und übrigens, das Parfüm riecht auch mega geil. Habe ich das schon mal gesagt? Oh, mega. Ja, also schön ist auch eine schöne Flasche, Linoleic oder? Acid, ein Aloe Vera known to soothe the skin, known to calm, exfoliate the skin. Gesichtsserum für die Nacht, oh mega. Ich habe wirklich Gesichtsserien, habe ich so einige im Backup, aber nicht so für die Nacht, ne? Für die Nacht habe ich eins noch. Für die Nacht mit sanft exfolierender Glykolsäure, beruhigender Aloe Vera und Kamillenwasser stimuliert den nächtlichen Hauterneuerungsprozess für ein ebenmäßiges Hautbild
Ein verfeinerter Hautstruktur und einen strahlenden Ton, Verträglichkeit, hautärztlich getestet. Soll man ein, zwei Tropfen auf die gereinigte Haut geben und sanft einmassieren, 2 bis 3 Mal die Woche bloß. Ach, das wendet man nur 2 bis 3 Mal die Woche an. Also nicht jeden Abend. Okay, ich hätte das jetzt safe jeden Abend mir angemacht. Okay, dann mache ich das doch auch mal, ne? Dann gucken wir uns mal die Flasche an. Sieht aus wie so ein Apothekenprodukt, ne? Und das kommt in so einer Pipette, ist natürlich ein Glasfläschchen. Und das Serum ist sehr dick, ne? Also das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Aber irgendwie saugt das nichts ein. Also wenn ich jetzt hier... Seht ihr das? Die Pipette funktioniert nicht. Das zieht hier nichts hoch. Ist ja eigenartig. Vielleicht ist er auch bloß verstopft. Ich mach's mal rein. Die ist auch einfach verstopft. Genau. Also die ist verstopft, weil sich das hier drinnen so abgesetzt hat. Ne? Man weiß ja auch immer nicht, wie lange schon. Ja, muss ich denn mal mich denn damit befassen, wenn ich jetzt... Auf jeden Fall ist das ein sehr dickes Serum. Okay, das kenne ich so auch noch nicht, dass Seren so dick sein, so dickflüssig sein können. Naja, da muss ich dann mal mit einer Nadel irgendwie das mal sauber machen, weil es war verstopft. Ja, naja, klar, das lagert sich dann ab, wenn es eine Weile rumliegt, ne? Ja, aber mega, da freue ich mich, das dann mal zu verwenden und mal auszutesten. Sehr, sehr leicht, ne? Sind ja nur noch 10 Tage bis Heiligabend. Also laut hier dem Kalender. Vielleicht, ja, vielleicht auch zufälligerweise. Ach, haben wir mal wieder von Oes, Oes, Oes. Hallo, ich bin Ginger. Ein mit Bio-Ingwer-Extrakt Naturkosmetik Lippenpflege. Okay, ja, mit Ingwer. Ne? Ein Lippenpflegestift. Ja, wie gesagt, soll mit Ingwer sein. Und, ja... Ist, ich denke mal, Originalgröße 4,8 Gramm. Ja gut, der wird wahrscheinlich vermutlich auch weiterwandern. Hier werden viele Produkte weiterwandern. Ne? Bis Januar nicht mehr bügeln, weil alle Steckdosen mit Lichterketten belegt sind. Ja, das wäre bei mir auch der Fall. Aber ich habe nur LED-Lichterketten, ne? Und gebe übelst viel Geld immer für Batterien aus. Ja, naja, gut. Ich habe die nicht nochmal in den Pinkbox-Adventskalender, aber ich glaube, ja, da ist die, glaube ich, auch nochmal mit drin, ne? Wahrscheinlich auch in der 15, ich weiß es nicht. Haben wir wieder eine güldene Pinzette? Ja gut, ich habe Pinzetten da schön mit Design. Die ist schön, keine Frage. Und die ist auch hochwertig, weil die auch schwer ist. Aber, ja gut, wie gesagt, sowas habe ich nun schon da in Flamingo-Design, im Einhorn-Design. Und von daher, die ist auch schön. Da werde ich die weitergeben. Sollte die doch nochmal in dem Pinkbox-Adventskalender sein, bitte nicht verraten, ich will es nicht wissen, werde ich die dann doch mal behalten, die goldene Pinzette, und dann mache ich halt eine Pinzettensammlung auf. Eine Maske. Oh nein, das sind... Ah, oh nein. Biroutine Professionell, Mikroniedling, Augenpads, Augenfalten mindernd und glätten, 3D Mikrohyaluron Gel Nadeln mit Anti-Age Peptid für jeden Hauttyp. Ich habe das schon in irgendwelchen Videos gesehen. Da sind auf den Pads so kleine Nadeln drin. Seht ihr das? Oh, da bin ich ja auch so eine empfindliche, ne? Also ich weiß nicht, Leute. Ja. Ich lese jetzt hier nicht vor, also ihr wisst, glaube ich, ne? Die Pads mindestens 1 bis 4 maximal Stunden? Bitte was? Die soll man 4 Stunden auf der Haut lassen? Oh nee. Was soll ich denn das machen? Ich überlege mir das, ob ich die mal ausprobieren werde. Dann bin ich jetzt mal am Überlegen, ob ich davon mal ein Video drehe. Und dass wir mal gucken, ob die wirklich so schlimm sind mit den Nadeln hier so dran. Ich überlege mir das. Ne? Und dann mal gucken. Vielleicht mache ich mal ein Video davon. Hammer. Meine Maske. Juhu. Oh, sehr geil. Juhu.
Oh Gott, ey. Nee, Leute, ich kann euch sagen. Inspira Absolut. Oh geil. Luxury Silver Foil Lifting Mask. Also es ist eine silberne Maske und die ist so zweiteilig. Oh, die ist riesig, ne? Genau, so eine silberne Maske, zweiteilig und, oder? Ja, ich glaube ja. Und was soll die machen? Was soll die machen? Steht nicht auf Deutsch. Ja, Foil Lifting. Foil Lifting. So, ja, soll so ein bisschen das Gesicht. Ach doch, hier, steht auf Deutsch. Innovative Lifting Maske für das Gesicht mit neuartigen dreilagigen Trägermaterial, bestehend aus luxuriöser Silberfolie. Oh, mega geil. Einer Okklusionseffektschicht. Du Scheiße. Und einer Kontaktschicht mit der Haut. Dadurch werden die Wirkstoffe besonders tief in die Haut eingeschleust, enthält Schweizer Eiswein. Zur Verbesserung der Hautelastizität. Einen Extrakt aus dem hochalpinen Saponaria. Was ist das denn schon wieder? Für einen gleichmäßigen Ton. Ein biomimetisches Peptid. Du kannst ja nur sehen. Zur effektiven Faltenglätterung. Eipischextrakt, Malvengewächs. Aha, Eipischextrakt ist Malvengewächs. So, steht nochmal in Klammern zur Reduzierung von Fältchen und Falten. Botox-like-Effekt. Oh, da wäre, also, ne? Und französischer Haferextrakt. Oh, französischer Hafer. Ja, wo gibt es da den Unterschied zwischen deutschen Hafer und französischen Hafer? Ja, kann mir vielleicht mal irgendeiner in den Kommentaren schreiben. So, und auf der Haut ein Lifting entfaltet. Durch die Zweiteilung der Maske und lässt sich perfekt an jede Gesichtsform anpassen. Anwendung, Gesicht reinigen, Sachet öffnen, oh, bla bla bla. So, soll man 15 Minuten einwirken lassen und den Rest des Serums in die Haut einmassieren. Soll ich mal einen Mastentest davon machen? Schreibt mir das mal in den Kommentaren, ob ich darüber auch mal ein Video drehe. Ne? Wie lustig die Maske aussieht. Da sehe ich bestimmt aus wie der Blechmann. Ja, ja, mega. Das ist richtig geil, was ich hier wieder feiere. Ne? Top drin sein will. Aufgrund von wir schenken uns aber echt nichts, muss ich noch ein paar, das wäre doch nicht nötig gewesen, besorgen. Ja, ne? Also, wir schenken uns immer was, auch mit meiner Familie. Auch wenn Muttis Freund immer sagt, er will nichts haben, er kriegt trotzdem was. Meine Mutti sagt, oh, ihr braucht eine. Ja, man schenkt sich trotzdem was. Wir machen das so. Darüber freut man sich, ne? Wenn man was geschenkt bekommt. Haben wir auch, nee, nicht schon wieder. Nee, das ist was anderes. Ach, ja. Erst dachte ich so, das ist dieses Gummi-Sculpt-Ding zum Massieren der Kopfhaut, aber es sind Mia-Tampons mit Bio-Baumwolle, 16 Stück normal, ja, Tampons von Mia, da hatte ich schon mal eine Probe gehabt. Sind jetzt nicht anders wie meine Facel-Tampons, die ich von Rossmann immer nehme. Tampon ist für mich Tampon. So, immer Komfort, weiche Bio-Baumwolle, kompromissloser Schutz. Und kann man so, nobel geht die Welt zugrunde, wie das hier eingepackt ist. Natürlich mit Anleitung. Aber ich brauche Tampons immer. Ne? Wenn ich meine Regel habe, ist ja, meine Menstruation habe. So, ist ja klar. Und ja, die werde ich bestimmt safe aufbrauchen. Und die normal, das ist auch immer die Größe, die ich normal so nehme, wenn ich für stärkere Tage. Die sind groß, die ist ja größer wie die 24. Ne? Kann nur ein. Aha. Von Sukin Super Greens Nutrient Rich Facial Moisturizer. Für normales, ich habe. Angereichert mit Super. Schon mal, ne? Spirulina, Petersilie und Chlorella sorgt für einen strahlenden, gesunden Tor durch Acai und Goji-Beeren-Extrakte. Ist diese Creme reich an Antioxidantien? Flasche 120. Das mal an, ne? Also die ist ja wirklich auch wieder so schwer. Was ist denn das hier? Haben wir wieder dieses riesen Oschi-Ding von Deo-Roller. Ey, ohne Scheiß, Leute. Der war jetzt auch in dem Pinkbox-Adventskalender in rosa. Be Fresh mit Lush Lavender Deodorant infused mit Jojoba-Öl. Ey, ich hab. Ey, und man hat auch, damit kannst du ja, glaube ich, auch fast das halbe Jahr lang hast du hier so 75 Gramm.
Mega. Ich brauche mir dieses Jahr mit Sicherheit. Oh ja. Oh, der riecht angenehm. Ist ein angenehmer Lavendelduft. Also auf jeden Fall brauche ich mir dieses Jahr keinen einzigen Deo-Roller kaufen. Die Deo-Roller, die ich alle im Backup habe, werden auf jeden Fall bei mir bleiben. Und da habe ich das ganze, für das ganze Jahr bin ich versorgt mit Deo-Roller und mit anderen Produkten ins Backup. Ne? Manche packe ich mir gleich weg zum Verlosen oder mal gucken. Ne? Und manche habe ich, manchmal gebe ich mir zu viel, wie gesagt, Produkte ins Backup. Und dann mache ich das immer so zum Ende des Jahres, wenn dann so die Adventskalenderzeit ranrückt, mache ich das dann auch so. Die Produkte, die ich nicht geschafft habe, für mich zu verbrauchen, landen dann halt in Adventskalendern. Also so mache ich das denn. Ne? Ja. Oh, haben wir von Got2b einen roten Nagellack? Ja, Got2b ist ja nicht nur für Haare so, ne? Sie bringen ja, haben ja jetzt auch Make-up rausgebracht. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob ich den mal behalte von Got2b. Ich habe rote Nagellack. Geht weiter mit Got2b. Geil, das bleibt auch bei mir. Von Schwarzkopf, ne? Got2b von Schwarzkopf, ne? Happy Hour 24 Stunden Haarspray für Nachtschwärmer. Schützt dein Haar vor dem Austrocknen. Fixierend, außer ist immer halt geil. Das bleibt bei mir. Das teste ich aus, weil ich habe noch nie von Got2b mal irgendwie Haarspray gehabt, weil mir das immer zu teuer ist. Auf jeden Fall bleibt das bei mir. Also Haarspray brauche ich mir erstmal auch nicht kaufen. Ne? Da habe ich noch das von L'Oreal und so. Ja. Und auf jeden Fall teste ich das mal aus. Dann halte ich euch auf. Haben wir Extreme Length Powerful Lift. Oh geil, was ist das denn? 50%, 40% longer. Es ist ein Mascara. Okay, Extender Brush. Und soll der Real Mac. Ach, von Benefit der. Nee, gut, okay. Hier, von Benefit der Mascara. Den habe ich schon da. Den habe ich tatsächlich schon da. Und den hatte ich, glaube ich, vorhin. Ich habe vorhin Benefit Full Face abgedreht oder ein Half Face, weil ich habe ja den Benefit Adventskalender in Box. Und da, ich glaube, das ist der gleiche, den ich mir da rausgesucht habe. Ich bin mir aber nicht so sicher. Aber trotzdem wird der weiter wandern, weil man steht auch schon. Merry Christmas und die ist übelst schwer. Was wird denn da wohl drin? Ich wünsche dir ein wundervolles Weihnachtsfest, Spaß, gutes Essen und eine großartige Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind. Frohe Weihnachten, deine Julia. Ja, ne? Und wir gucken mal. Von Sassy 3-in-1 Clone Cleanser mit Caring Oil. Oh, geil. Da habe ich jetzt von Sassy den Primer. Und da haben wir jetzt hier den Cleanser mit drin. Durchatmen bitte, liebe Haut. Es landet eben doch mehr Schmutz in unseren Poren, als du denkst. Auf der Haut verwandelt sich der zart schimmernde Cleanser von einer Creme in einen Schaum, der tief reinigt und Make-up entfernt. Und mit wertvollen Öl und Vitamin E pflegt, mit lauwarmem Wasser abwaschen und den schönsten Glow genießen. Geil. Das probiere ich aus. Das ist in so einem Glasdingensbingens drin, ne? Und ja. Ja. Mega, das finde ich wieder toll, muss ich ehrlich sagen. Also das gefällt mir. Und den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Cruelty free, vegan. Nee, no animal testing, vegan, clean beauty. Mega geil, ja. Also den teste ich auf jeden Fall aus. Oh, guckt euch mal. Aber riechen tut es nach nichts. Aber das ist wirklich, das schimmert wirklich. Wartet mal, ich werde mal das Licht ein bisschen runter machen. Guckt mal, könnt ihr das jetzt, könnt ihr das sehen? Das schimmert wirklich, ne? Und die Konsistenz ist wirklich Wahnsinn. Ja, also das bleibt auf jeden Fall bei mir. Das ist wirklich ein interessantes Produkt, Leute. Aber das riecht. Aber ich blicke noch nicht so richtig durch. Ist es nur, ist es für Make-up-Entferner oder ist es halt so ein was selber? Nein, ich hätte mich, glaube ich, doch ein bisschen geärgert. Aber normale Menschen würden sich ja auch bloß einen Kalender von der Beauty Love Reihe Adventskalender wahrscheinlich bestellen. Ne? Und ich hatte mich für die Pinkbox entschieden und die anderen hatte ich halt in Box. Das hat sich nur ergeben, weil ich den nun doch kostenlos bekommen habe. Und ja, aber ich hätte den nicht
gekauft. Ne? Hätte mich ein bisschen geärgert. Aber so hat man trotzdem viele Sachen drin, die ich gerne mal ausprobieren würde wollen. Ne? Und ja, an und für sich ist das ein geiler Inhalt. Also finde ich schon. Also abwechslungsreich. Hier hat man wirklich für alles so drin. Also finde ich schon. Ne? Und ja, ja, Tampons, ja, kann man halt nun mal gebrauchen. Und Haarspray kann man auch immer gebrauchen. Ne? Ja, finde ich schon. Also der Inhalt ist so in Ordnung. Sag mal, so Daumen nach oben, also nach unten gar nicht. Ne? Also da sind schon ein paar gute Sachen dabei. Vor allen Dingen die Maske. Und vor dem hier habe ich übel Schiss im Übrigen. Ja, so. Ja, ihr Lieben. Hat dir das Video gefallen? Dürft ihr mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Und ich sehe schon, ich werde richtig schneiden müssen. Ja. Und hier zum Schluss blende ich dir ein, meine Playlist von den ganzen Adventskalendern, die ich so dieses Jahr in Box habe. Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren, würde ich mich richtig schon mal freuen. Hier unten siehst du aktuellsten Upload und irgendeinen Videovorschlag. Und ich sage jetzt Tschüssi, es war mir wieder ein Fest, macht's gut, eure Hanni.